Servus, grüß dich. Heute möchte ich was von den Nomaden der Alpen erzählen, von der sogenannten Drei-Stufen-Landwirtschaft, die man im Vorarlberger Raum und auch im äußersten Westen Tirols häufig vorfindet. Kennen tut sie eigentlich aus der Schweiz. Die Walser, also aus dem Kanton Wallis, die ab dem 12. Jahrhundert ausgewandert sind und bis nach Vorarlberg und ins westliche Tirol gekommen sind, haben diese traditionelle Form mitgebracht und dort auch etabliert. Bis heute. Im Bregenzer Wald hat sie heute den Status eines UNESCO-Weltkulturerbes. Drei-Stufen-Landwirtschaft. Das ist an sich die nachhaltigste Form, wie man im alpinen Bereich Landwirtschaft und Almwirtschaft betreiben kann. Die erste Stufe ist der Talbetrieb. Die zweite Stufe ist der sogenannte Mai- oder Vorsess, wo es also im Mai schon aufgeht mit den Kühen. Früher sind da überhaupt die Kinder, die ganze Familie ist da mitgegangen, teilweise die Lehrer, um den Kindern einen Unterricht angedeihen zu lassen. Und dann geht es weiter mit der Vegetation, mit dem Wachstum eine Stufe höher auf die eigentliche Alpe. Das heißt, es ist immer ideal von der Futtergrundlage her für die Kühe gesorgt. Im Herbst geht es dann wieder eine Stufe runter und in einem normalerweise feierlichen Zug dann heim in den Talbetrieb. Drei-Stufen-Landwirtschaft. Die nachhaltigste Form mag sie uns noch lang erhalten bleiben und auch ihre wunderbaren Produkte, weil die schmeckt man natürlich, wenn die Kühe immer das beste Gras fressen. Das wollte ich euch heute erzählen. Viertdenk, bis zum nächsten Mal.